2. Über 90.000 Besucher im Jahr und ein nahezu restlos ausverkauftes Haus. Und das in Zeiten, in denen viele Theater in Deutschland mit drohender Insolvenz zu kämpfen haben. Grund genug für uns, das Theater Weihe bei Studio 2 vorzustellen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute Abend mit Kai Krupper. Er ist der Intendant des Weihe Theaters, steht aber auch gerne selbst noch auf der Bühne als Schauspieler und ist auch als Regisseur tätig. An seiner Seite haben wir Beate Plate. Sie ist Schauspielerin und Ensemblemitglied, hat auch gleich ihren Kollegen mitgebracht, nämlich Marc Gilhardt. Er ist Schauspieler und auch Ensemblemitglied. Und direkt neben mir haben wir den Herrn Frank Pinkus. Er ist Dramaturg, Regisseur und Autor. Ja. Sehr schön. Sie sind sehr, sehr erfolgreich in Norddeutschland. Wie machen Sie das? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Herr Krupper. Es ist natürlich schwer, das jetzt in einem einzigen Satz, diese Frage zu beantworten. Aber es sind viele Komponenten, die da zusammengreifen. Ich denke, in erster Linie machen wir Theater für sehr, sehr viele Menschen. Wir machen Theater, das begeistert. Und das mit Menschen auf der Bühne, die Spaß daran haben und die sich untereinander mögen und eben Inhalte auf der Bühne spielen, die nach unten sehr wirksam ankommen. Also wir haben uns halt genau angeschaut, auch bei anderen Theatern, was dort funktioniert hat. Also ich selber habe in Bremen früher gespielt, an zwei privaten Theatern. Und die Sachen, die dort funktioniert haben, haben wir versucht, in unser Programm einzuflechten. Und die vielleicht nicht funktioniert haben, haben wir einfach weggelassen. Mhm. Welche Rolle spielt denn Humor bei der Auswahl der Stücke? Ja, die größte. Wir wollen natürlich, wir machen hauptsächlich Komödien. Mhm. Aber unsere Hauptintention ist schon, dass der Zuschauer ein wenig glücklicher den Saal verlässt, als er ihn betreten hat. Also wir machen durchaus auch mal ernsthaftere Sachen. Oder wir haben jetzt gerade die Mausefalle gespielt, die wunderbar beim Publikum angekommen ist, wo es einfach sehr spannend ist. Es ist ja ein Krimi. Mhm. Dann haben wir biografisches Schauspiel auf dem Programm über das Leben von Johnny Cash. Und dort sterben auch Menschen. Und am Schluss, also Johnny Cash und June Carter, und die Zuschauer weinen dort auch jeden Abend. Also wir machen einfach Unterhaltung. Das ist eigentlich so unsere Ausrichtung. Wir machen Unterhaltungstheater auf hohem Niveau. Und Sie waren ja vorher am Theater Altona in Hamburg, richtig, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja. Was hat Sie dazu bewogen, nach Weihe zu gehen? Ich habe Kai Krupper kennengelernt, als er am Packhaus-Theater ein Stück von mir gespielt hat. Mhm. Das war im Jahr 2000. Und wir haben uns sehr gut verstanden und haben gedacht, Mensch, das ist so, wir haben eine gleiche Ader, Theater zu machen, Theater gut zu finden, Unterhaltungstheater zu wollen für ein bestimmtes Publikum. Im gleichen Jahr, im Jahr 2000, hat das Weihe Theater auch eröffnet. Bin ich dann auch als Gast noch da gewesen. Und da hat man sehr schnell gemerkt, so wir beide untereinander, aber auch mit anderen Ensemblemitgliedern, das hat sehr gefunkt. Und da war ein Funke, der auch immer noch da ist, und eine Lebendigkeit und eine Freude, die ich ganz oft an anderen Theatern nicht mehr finde. Und da habe ich sehr schnell gesagt, Hamburg, ade, ich gehe jetzt nach Weihe. Wie ist das für die beiden Schauspieler, mit den Herren zu arbeiten und überhaupt auf der Bühne zu stehen in Weihe? Jetzt sag nichts Falsches. Denn ich muss sagen, ich finde es eine sehr angenehme Arbeit. Ich durfte ja schon, bevor ich hier an dieses Theater gekommen bin, ein bisschen Theaterluft schnuppern, irgendwie an anderen Bühnen. Und ich muss sagen, die Atmosphäre hier und auch mit den beiden, sowohl als Spielpartnern als auch als Regie, muss ich sagen, ist extrem angenehm. Also wie Herr Pinkus schon sagte, irgendwie, man hat es sehr selten im deutschen Theaterraum mit so menschlichen Chefs irgendwie zu tun zu haben. Also würden Sie selber über sich natürlich nicht sagen, aber... Also muss man sagen, Beate hat sich so wohl gefühlt, dass sie auch einen unserer Schauspieler gerade geheiratet hat. Das ist richtig. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Warum denn die Bühne? Viele junge Schauspieler vor allem möchten ja gerne zu Film und Fernsehen, streben gar nicht mehr nach den Brettern, die die Welt bedeuten. Wie ist das bei Ihnen beiden? Also bei mir ist es so gewesen, dass ich vor privat, also nebenberuflich, semi-professionell Theater gespielt habe in Wilhelmshaven. Und dadurch, dass wir dort an der Bühne sehr viele Stücke von Frank gespielt haben, einfach der Kontakt dann auch entstanden ist und ich dann das große Glück hatte, mal vorsprechen zu dürfen und auch dann wirklich am Weihe Theater zu landen. Also somit waren mir Kai und Frank vorher eben auch schon ein Begriff. Und umso großartiger ist das für mich nach wie vor, auch eben mit den Kollegen jetzt zusammenzuarbeiten. Hm.
Für wie lange sind Sie beide denn in der Regel engagiert? Sie sind ja Teil des Ensembles. Ist das dann für eine Spielsaison? Oder das ist unterschiedlich. Das, also wir haben, die beiden sind jetzt, haben unterschiedliche Laufzeiten in ihren Verträgen, sind festangestellt bei uns. Mhm. Wir haben insgesamt 5 festangestellte Schauspieler am Haus, die auch mit unterschiedlichen Laufzeiten dann ans Haus gebunden sind. Und wir haben insgesamt 25 Ensemblemitglieder, also die anderen 20, die darüber hinaus dann engagiert werden, werden immer für ein Stück engagiert, also über sogenannte Engagementverträge. Die bekommen dann halt eine Abendgage für ein bestimmtes Stück und einen bestimmten Zeitraum. Und wenn das vorbei ist, dann... Aber auch die spielen regelmäßig bei uns. Genau. Also für uns ist sehr wichtig, dass ein Ensemble da ist. Mhm. Also für unser Publikum glauben wir, es ist wichtig, dass die gerne ins Theater gehen, gerne unsere Stücke sehen und gerne unsere Leute sehen. Mhm. Dass wir anfassbar bleiben und dass ein Ensemble da ist, mit dem man sich identifizieren kann. Deswegen ist unsere Politik immer gewesen, von Anfang an nicht irgendwelche Stars zu holen, die in irgendeiner Serie irgendwo spielen, sondern Leute zu holen, die bei uns bleiben und sich so in die Herzen spielen, dass man sie immer wieder sehen will. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt und ein wichtiger Punkt auch unseres Erfolgs. Ich habe ja auch so ein bisschen auf Ihrer Webseite geguckt, Frau Plate. Sie haben aber eine Schauspielausbildung, eine Basisausbildung. Und Sie hatten ja gesagt, Sie waren quasi vorher semi-professioneller Schauspieler. Wo liegt denn für Sie beide der Unterschied zwischen einem, sage ich jetzt mal, ehemaligen Laien, jetzt ja auch Profi da angestellt, und einem professionellen Schauspieler? Frage kommt bestimmt öfter mal. Also ich habe ja beides mitmachen dürfen. Also ich habe ja an einem Laienspielverein angefangen, als ich noch ganz lütt war, also ganz klein, und habe dann für mich entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Und ich finde, so riesig ist der Unterschied gar nicht. Also ich denke, wenn man das gelernt hat, dann wird von einem nur ein bisschen erwartet, dass man mehr auf den Punkt agiert. Also, dass man halt so professionell ist, dass bestimmte handwerkliche Dinge einfach schneller funktionieren, einfach eher da sind als bei Nichtgelernten. Aber ansonsten, auch gerade an diesem Haus hier, merkt man den Unterschied nicht so doll. Also für uns gibt es einfach nur gute oder schlechte Schauspieler. Also es ist völlig egal, ob sie ausgebildet sind oder nicht, sie müssen nur gut sein. Mhm. Und vor allem sympathisch sein, für unser Publikum sehr wichtig. Halt, gerade bei uns im Boulevardbereich ist es so, dass man, wir machen ja frechen, modernen Boulevard, da braucht man einen geraden, normalen Ton. Und der wird natürlich auf den Schulen ganz, ganz wenig unterrichtet. Mhm. So dieses ganz locker zu einfach zu sagen, Mensch, wie geht's denn hier? Oder keine Ahnung, auch mit mir scheiße. Blablabla, einfach so wegreden, das können die wenigsten. Eine lange, dramatische Pause lassen, das kann jeder. Aber ja, es ist wahr, nachdenken und das Empfinden. Aber einfach nur ganz normal miteinander zu reden und darüber, über diese Normalität und Menschlichkeit dann eine Atmosphäre und auch hoffentlich eine Pointe zu erzielen, das ist wesentlich schwerer. Und das wird an keiner Schule in Deutschland ausgebildet. Das heißt, man hat als Schauspieler bei Ihnen auch eine Chance, wenn man nichts professionell ausgebildet ist, kann man einfach zum Vorsprechen kommen. Ja, aber man muss schon Bühnenerfahrung haben. Also es niemand, der jetzt bei uns engagiert ist und keine Schauspielausbildung hat, das sind ja nicht besonders viele, auf die das zutrifft, hat keine Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Also das sind schon Leute, die auch jahrelang dann auf einer Bühne standen und wissen, was man dort tut. Aber Marc ist an sich ein gutes Beispiel. Also auf Marc sind wir wirklich gekommen, eben weil er in Wilhelmshaven Stücke von mir gespielt hat. Ja. Und wir immer gesagt haben, wir brauchen diese Leute, die diesen Ton sprechen. Ganz egal, was sie für eine Ausbildung haben. Aber sie müssen eine Erfahrung haben und sie müssen damit umgehen können. Und Marc war einfach, den haben wir dann eingeladen, der hat dann vorgesprochen. Und dann war es einfach so, dass wir sagen, ja, der hat den Ton und den wollen wir behalten. Und es geht wirklich um diesen Ton. Also wir haben schon regelmäßig Vorsprechen bei uns am Theater, aber wo viele professionelle Schauspieler auch kommen und sich vorstellen, aber wir brauchen diesen bestimmten, wie sagen wir, Schnodderton, der natürlich und ehrlich und gerade ist und der nicht abgehoben ist. Frisch von der Leber wächst. Ja, genau. Ja. Was können aber viele nicht? Die das meisten ist, nicht. Das Schwerste überhaupt ist, ganz normal zu sein. Also das ist, glaubt ja keiner, aber es ist so. Deswegen gibt es auch sehr, sehr wenig gute Komödianten. Oder sagen wir es mal andersrum, jeder gute Komödiant ist doch ein guter Schauspieler. Mhm. Aber nicht jeder gute Schauspieler ist doch Komödie ein guter Komödiant. Komödie ist immerhin die Königsdisziplin, das sagt man so, immer. Das ist Fakt. Ja. Es ist Fakt. Und jeder, der bei uns ein paar Jahre gearbeitet hat und weiß, wie schwer es ist, die Leute zu unterhalten, der wird das auch unterschreiben, dass es wirklich zutrifft. Es sind zwei ganz entscheidende Komponenten. Es hat viel mit Technik zu tun. Man muss also sehr genau hören, wann eine Pointe knallt, wie wir sagen, und wann es wirklich den großen Lacher geben kann. Dazu muss man aber im richtigen Moment die Stimme anheben.
anheben oder schneller werden oder irgendwas. Man sagt ja beim Film auch, dass ein sehr gutes Drehbuch einen schlechten Schauspieler retten kann, aber umgekehrt ein guter Schauspieler ein schlechtes Drehbuch nicht. Inwieweit lässt sich das auch auf ein Theaterstück übertragen? Also weitgehend würde ich das auch so unterschreiben. Ja. Also wenn man eine undankbare Figur in einem undankbaren Stück zu verkörpern hat, dann ist es schon schwer, auch als großartiger Darsteller den Abend zu retten. Mhm. Also das, aber da wir nur großartige Stücke spielen, die sind natürlich praktisch, haben wir das Problem. Nicht alle. Aber es ist so, wir machen 5 Abendstücke im Jahr plus ein Märchen. Und bis wir uns für ein Abendstück entschieden haben, und das dauert schon. Also A, dauert es lange. Wir lesen sehr, sehr viele Stücke und gucken, ob sie für uns passen. Und wenn wir es selber schreiben, dauert es auch noch lange, bis es fertig ist und dahin kommt, wo wir es gerne hätten. Also mit der Besetzung und mit dem Tempo und mit dem Platz und wie es im Spielplan passt. Also das dauert schon alles sehr lange. Man überlegt sich das sehr genau, welche Stücke man macht. Und Sie beide schreiben dann auch ab und zu zusammen, richtig? Genau, wie jetzt zum Beispiel Calendar Boys. Die Szene, die beiden nachher spielen werden. Genau, und die Szene sehen wir dann auch relativ zügig. Und zwar nach einer kurzen Werbepause geht's weiter, liebe Zuschauer. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, City-Schuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Wir sind zurück bei Studio 2 mit dem Theater Weihe und wir werden jetzt gleich einen kleinen Ausschnitt sehen aus einem Stück, das Sie beide geschrieben haben. Dann darf ich die beiden Darsteller schon mal bitten, die Schauspieler auf die Showbühne und zwar jetzt direkt sich fertig machen, Requisiten in die Hand nehmen. Was sehen wir denn jetzt gleich? Das ist eine Szene aus Calendar Boys. Das spielen wir seit Mai 2011 extrem erfolgreich und verlängern es dauernd. Worum geht es in dem Stück? Das ist die Geschichte von 6 Feuerwehrleuten, denen zum zweiten Mal eine Feuerwache abgebrannt ist und die nicht wissen, wie sie ihre Fahrzeughalle wieder aufbauen sollen. Und sie sehen nur eine Chance, sie werden einen Nacktkalender von sich machen. Und darum geht es in diesem Stück, um die Ängste und schließlich auch um die Fotos, die gemacht werden. Die Szene, die wir jetzt sehen, ist die Szene des jungen Mannes Achim, der verzweifelt ist, dass die Halle abgebrannt ist, und der Fotografin, in die er sich ein bisschen, wie man sehen wird, verguckt hat. Sehr schön. Liebe Zuschauer, das möchten wir Ihnen natürlich nicht länger vorenthalten. Hier ist das Theater Weihe mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Programm. Was für eine große, unglaubliche Scheiße. Hallo? Hallo Svenja. Hallo Achim, ich wollte nur mal ein paar Probeaufnahmen hier machen. Hey, du weißt noch, wie ich heiße? Deinen Namen habe ich mir gemerkt. Ich mir deinen auch. Oh, dann haben wir ja schon mal was gemeinsam. Und was machst du sonst so? Ich meine, wenn du nicht gerade Brände löscht. Oder auch nicht, wie letzte Woche. Sitzt tief was. Tiefer. Wir 6 reden über nichts anderes mehr. Schifffahrtskaufmann. Was ich bin, hast du doch gefragt. Was ich mache, wenn ich keine Brände löschen würde. Ich bin Schifffahrtskaufmann. Dein Traumberuf? Naja, nein. Aber nicht schlecht. Ich verdiene mein Geld und bin zufrieden. Aber das allein wäre es nicht. Deswegen brauche ich das hier. Die Feuerwehr. Klingt bestimmt ungewöhnlich für eine Frau wie dich. Aber das macht mich glücklich. Diese Kumpelei mit den anderen. Und wenn wir uns noch so anfrotzeln, wir mögen uns alle irgendwie. Das Gefühl, mit den Jungs gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Dass man gebraucht wird. Das ist ein tolles Gefühl. Hast du Angst, dass es jetzt alles zu Ende? Ach, wir müssen es einfach schaffen, alles wieder aufzubauen. Wenn das nicht mehr wäre, wäre ein Teil meines Lebens einfach hin. Ich hoffe, das klappt mit dem Kalender. Macht dir das gar nichts aus, uns nackt zu fotografieren? Ich hab doch gesagt, ich sehe das professionell. Ich habe schon Frauen nackt fotografiert und manchmal auch Männer. Ich finde das spannend. Fotografie ist für mich alles, weißt du? So wie es für dich die Feuerwehr ist. Ich liebe es, das Licht und den Körper mit der Umgebung in eine Spannung zu setzen. Plötzlich sieht meine Kamera was, was mein Auge nie vorher gesehen hat. Und das ist für mich ein ganz tolles Gefühl.
Was siehst du mich so seltsam an? Ja, ich rede zu viel, ich weiß, aber wenn ich über Fotografie rede, dann geht's immer mit mir durch. Nein, nein, red weiter. Plötzlich war da was in deinen Augen. Mein Gott, wie lebendig du eben warst. Wahrscheinlich genauso lebendig wie du eben, als du über die Feuerwehr geredet hast. Und außerdem freue ich mich darauf, dich nackt zu sehen. Oh, das kommt jetzt überraschend. Ich bin überraschend. Aber diese Bemerkung macht es mir nicht eben leichter, mich vor dir auszuziehen. Ich sehe das doch professionell. Offenbar nicht ganz so professionell, wie du bisher behauptet hast. An sich schon. Bei dir vielleicht nicht so ganz. Der Druck wird stärker. Das ist ja das Tolle an Aktfotografie. Wenn du einen nackten Mann vor dir hast, der dich interessiert, dann kannst du schon mal alle Details an ihm zur Kenntnis nehmen. Äußerlich. Vor allem äußerlich. Ich kaufe doch keine Katze im Sack. Du nimmst deinen Mann erst, wenn er nackt vor deiner Kamera gestanden hat? Es erhöht den Reiz. Mein Reiz auch? Auf deine Details bin ich ganz besonders gespannt. Ich mag deine Augen. Ich mag deine Augen auch. Im ersten Moment, als du reingekommen bist, habe ich gedacht, Mann, was hat die für lebendige Augen? Augen sind schon mal ein sehr wichtiges Detail. Sehr, sehr wichtig. Und dazu muss ich mich noch nicht mal ausziehen. Auf die anderen Details bin ich sehr, sehr gespannt. Ich auch. Und jetzt? Mach ich meine Probeaufnahmen. Von mir? Von der Halle. Dich sehe ich noch früh genug. Mit allen Details. Ja, ist ja sehr, sehr sichtbar, dass sie sich irgendwie ineinander verlieben werden. Das also durchaus zu berechnen. Ja, ja. Da kommen sie auch schon wieder zurück. Doch, das wird schon was werden zwischen den beiden. Das kann man verraten, ohne dass man allzu viel wegnimmt. Mhm. Aber es bleibt spannend. Also es gibt noch ein kleines Problem, weil ja. Sie ertappt also ihn mit einem anderen Mann in einer sehr verfänglichen Situation aber, und hält ihn dann für homosexuell, was sich aber nachher, Gott sei Dank, für sie dann positiv als falsch herausstellen. Nicht so herausstellen. Genau. Sie hat noch Hoffnung. Genau. Wieso gerade ein Stück über Männer, die sich nackig machen? Liegt das daran, dass Frauen, die sich nackig machen, schon so langsam ein bisschen thematisch ausgelutscht sind? Nein, das ist einfach so. Es gibt ja einen Film, der heißt Calendar Boys, Calendar Girls. Und zu diesem Film gab es ein Theaterstück, das in London lange gelaufen ist. Mittlerweile gibt es das auch in Deutschland. Wir haben das uns auch angeschaut und fanden einfach, dass der Charme, wenn Männer sich ausziehen, ist einfach ein wesentlich höherer, zumindest komödiantisch gesehen. Wenn die über ihre Problemchen reden, dass der eine Brüste bekommt, bei dem anderen die Pobacken hängen, ist das wesentlich komischer, als wenn sich Frauen darüber unterhalten, dass sie möglicherweise Zellulite haben oder wie auch immer. Das überträgt sich nach unten leichter. Das hat eine andere Komik. Also, ja, ja. Bei Frauen ist das nicht in dem Sinne so komisch. Ja. Männer dürfen alles machen. Die dürfen über alles reden, weil Männer sind offensichtlich sehr komisch. Ja. Die Leute lachen. Freiwillig oder freiwillig? Beides. Also beides. Also wir bei uns im Stück denke ich freiwillig, weil wir das natürlich nutzen. Aber die Männer können über sehr vieles reden und über auch sehr viel von sich zeigen, ohne dass das Publikum sagt, um Gottes Willen. Mhm. Und bei Frauen ist es ein bisschen heikler. Mhm. Was den Aufhänger angeht, die abgebrannte Feuerwehr zweimal, das ist ja wirklich in unserer Nachbarstadt Sieke so gewesen. Ah. Dort ist ja tatsächlich zweimal die eigene Feuerwehr abgebrannt. Und haben die sich dann nachher so auch ausgezogen? Die ganze Feuerwehr hat übrigens eine halbe Vorstellung gekauft dort, weil die das unbedingt sehen wollten. Also die waren auch nicht böse. Die waren nicht böse oder so, sondern die... Aber die haben sich nicht ausgezogen. Nein, die haben nie so einen Kalender gemacht. Das war halt unsere Idee. Man kennt das ja von vielen Hollywood-Stars, so die Jugendbiografie, als sie noch jung waren und das Geld brauchten. Ja. Wäre das dann für Sie beide auch eine Option, wenn das mit der Schauspielerei irgendwann mal nicht mehr klappt? Oha, knifflige Frage. Also ich glaube, für mich wäre das nie eine Option. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich glaube auch nicht, dass sich das bei mir so auszahlen würde. Abgesehen davon, dass die Hemmungen vielleicht ein bisschen reduziert sind, dadurch, dass man dann doch gelegentlich mal nackig auf der Bühne steht. Aber ich glaube, eine wirkliche Option ist das nicht. Aber man soll ja nie sagen, ne? Aber das hat natürlich... Der Eber kommt eine halbe Million wie Tippea, ne? Ja gut, dann... Aber das hat einfach eine hohe Komik, wenn diese sechs Feuerwehrjungs am Schluss in die Fotos reingehen und Bea die dann fotografiert. Und jeder hat so steht wirklich später nackt auf der Bühne, hat aber immer irgendein Teil davor. Und die sind auch sehr witzig gewählt, glauben wir, diese Teile. Und das Publikum tobt wirklich jeden Abend. Man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, wir sind ja ein Privattheater für die Zuschauer, die es nicht wissen. Das heißt, wir kriegen keine öffentlichen Subventionen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass viele Zuschauer in unser Theater kommen und Karten kaufen. Und es sind ja hauptsächlich Frauen, die Theaterkarten kaufen. Das ist und war so. Und natürlich ist es dann so,
wenn die Mädels dann hören, Mensch, da ziehen sich die tatsächlich irgendwie richtig aus und kannst da mal ein paar nackte Männer sehen, wenn auch mit hier und da was vorgehalten, verkaufen sich die Karten einfach mehr. Das ist so. Suchen denn die Frauen die Stücke auch aus? Wie sind das so ihre Erfahrungswerte? Die Zuschauerinnen. Die Frauen kaufen die Theaterkarten. Das Programm bestimmen Frank und ich. Ja, okay. Also, nein, nicht. Aber die Zuschauer. Ja. Aber also für den Ehemann quasi, ne? Ja, genau. Die Zuschauerinnen so entscheiden, oder was wird geguckt. So. Wenn sie wenn sie abends den Einlass machen, dann läuft es immer so, dass die Frauen die Karten aus dem Portemonnaie holen, ja, dem Mann geben und der die dann hinhält. Es gibt nur ein einziges Stück bei uns, wo das andersrum läuft, und das ist Cash. Also okay, das Stück über das Leben von Johnny Cash. Dort gibt es mehr Männer, die die Karten kaufen, als Frauen. Ja. Hm. Warum auch immer. Aber ansonsten, egal wie die Komödie heißt oder das Stück heißt, es sind immer die Frauen, die die Karten kaufen und dann ihre faulen Männer vom Sofa zerren und sagen, heute machen wir uns mal wieder einen schönen Abend. Bisschen Kultur, ne? Genau, so ist es, mal was machen, ne? Wie ist das denn, mit jemandem zu arbeiten, wie mit Herrn Krupa, der selber auch oft als Schauspieler auf der Bühne steht? Bringt er da mehr Verständnis und Sensibilität mit für die Verletzbarkeit eines Schauspielers auf der Bühne? Ja, das ist in beiden Fällen so. Also auch bei Frank, der ja auch häufig Regie führt. Mhm. Es ist wirklich so, man merkt schon, dass sie auch wissen, wovon sie reden. Und weil sie eben auch aus der Betroffenheit selber auch mal auf der Bühne stehen zu müssen, einfach eine ganz andere Ahnung haben, wie die Befindlichkeiten des Darstellers im Moment auf der Bühne sind, ist das schon sehr angenehm. Also kann ich mich nicht beklagen. Was ist denn die größte Herausforderung zum Beispiel für Sie als Schauspieler im Theater auf der Bühne? Jeder hat ja irgend sowas, was einem eher leichter fällt, oder das eine oder andere, was dann doch so ein bisschen Überwindung kostet. Was wäre das zum Beispiel bei Ihnen? Also einen speziellen Punkt wüsste ich da jetzt nicht. Also ich sag mal, das, ja, es geht. Also selbst das mit dem Ausziehen war eigentlich dann relativ schnell schmerzfrei. Also natürlich war das gesamte Ensemble erstmal so skeptisch, so wie läuft das so ab, wenn wir uns dann nackig machen dürfen. Und aber das ist eigentlich jetzt nicht mehr so das Problem. Wie steht's mit der Aufregung, mit dem Lampenfieber? Braucht man das, um richtig gut spielen zu können? Ja. Das braucht man definitiv. Also das gibt einem ja den entscheidenden Kick, um nach vorne zu gehen, vors Publikum. Also es ist ja auch eigentlich ein schönes Gefühl, finde ich, dieses Lampenfieber. Es äußert sich auch sehr unterschiedlich. Also wenn wir eine Premiere haben, dann reagiert wirklich jeder anders. Also einer ist wirklich nur auf der Toilette, andere sind hinter der Bühne und reden nicht mehr, andere quatschen ununterbrochen die dämlichsten Sachen. Oder rauchen. Ich gucke jetzt nicht hin. Ne? Das ist schon sehr unterschiedlich. Aber die Aufregung ist bei allen da, nur sie äußert sich total unterschiedlich. Wärmen Sie sich auch irgendwie mit Sekt auf oder machen Sie das Nein. gar nicht? Nein, also wir haben auch in allen Verträgen, also es hat ja, also am Theater wird auf Deutschland viel gesoffen. Deswegen haben wir das überall, ja, es ist so, ist in allen künstlerischen Bereichen wahrscheinlich so, aber am Theater ist das sehr verbreitet und bei uns ist es auch in den Verträgen überall drin, es darf vor der Vorstellung kein Alkohol getrunken werden, das geht einfach nicht. Man kann keinen Betrunkenen auf der Bühne spielen, wenn man selber betrunken ist. Ja. Das ist so, das funktioniert. Dann steuert man ja dagegen, also automatisch, und das ist dann falsch. Ja, nee, das machen wir nicht. Und eben noch vielleicht nochmal zu der Nervosität oder dem Lampenfieber, das braucht man einfach auch, um die Konzentration zu fördern. Sonst ist die Birne da oben nicht angeschaltet. Und man sollte ja schon sehr wach sein. Gerade wenn man Komödie spielt, geht es ja nicht nur um den Text und den Text der Kollegen. Timing, sondern genau auch ums Timing und vor allem da, was passiert da unten im Publikum. Es gibt nur eine hundertste Sekunde, in der die Pointe funkt und die darf ich halt nicht verpassen. Ich habe übrigens einen ganz tollen Satz bzw. ein Zitat rausgekramt, den fand ich genial, von Sir Ralph Richardson, einem britischen Schauspieler. Und der sagte einmal, Schauspielerei ist die Kunst, die Menschen in einem Theater vom Husten abzuhalten. Ja. Was nicht immer so gelingt. Was muss ein Top-Schauspieler für Ihr Haus mitbringen? Also er muss bei uns, ich glaube, erstmal klug sein. Er muss klug sein, er muss warmherzig sein, er muss also Gefühle selbst in sich haben, um sie auch dann darstellen zu können. Also wenn ich selber nicht emotional veranlagt bin, habe ich auch keine Möglichkeit, das auf der Bühne darzustellen. Und er muss einfach zum Ensemble passen, zu uns menschlich auch. Das ist ganz wichtig.
Aber das ist es, also ich glaube. Und vielseitig, muss man sagen. Ja. Also für die beiden gilt das vielleicht gerade nach der Szene aus Kalender Boys. Die spielen auch gleichzeitig jetzt im Moment die Abenteuer von Patterson und Findus. Also stehen jeden Tag dreimal auf der Bühne im Märchen. Das gehört also auch dazu, dass man Spaß hat, für die Kinder zu spielen und die Kinder dreimal am Tag 1,5 Stunden lang zu verzaubern. Auch das gehört dazu. Ja, so hohe Vielseitigkeit. Ja, sehr. Ist ja auf jeden singen Fall können die auch beide super. Ja. Also nicht nur spielen, sondern auch singen. Das ist sehr wichtig bei uns auch, ja, weil wir jedes Jahr also mindestens ein musikalisches Stück rausbringen. Und das ist also auch eine wichtige Voraussetzung, um eine Festanstellung bei uns zu bekommen. Also wir haben in der laufenden Saison ja unseren Dauerbrenner und Renner Cash weiter im Programm, den wir im Januar auch schon zum 100. Mal spielen. Aber Kalender Boys war ja auch ein Dauerbrenner. Bleibt auch ein Dauerbrenner, hoffen wir. Ende Januar haben wir wieder 2 Wochen. Genau, und das wäre jetzt auch mal ein Stichwort gewesen. Vielen Dank. Man sieht, Sie sind sehr erfahrener Dramaturg. Sie wissen genau, worauf ich hinaus möchte, nämlich auf die Karten, die Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt Lust bekommen haben sollten, dieses wundervolle Stück auch mal zu Ende zu sehen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gewinnspiel@fan-television.de, denn wir verlosen 3x2 Karten für die Kalender Boys am 17. Januar 2012, denn vor Weihnachten ist schon alles ausverkauft. Alles so ist es doch, oder? Ja, genau. Gibt es noch irgendein Weihnachtsspecial, was Sie zeigen? Ja, wir haben jetzt bis Weihnachten noch Patterson und Findus, bis zum 24.12. 56 Vorstellungen. Das geht ganz schön an die Kraft für die beiden. Ja. Und dann geht es gleich weiter anschließend nach Weihnachten wieder mit Cash. Und dann spielen wir 16 Mal Cash und am 15. Januar dann zum 100. Mal. Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, ich hoffe Ihnen auch, liebe Zuschauer. Und Ihnen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend.